Das muss ich aber echt sagen, Hugo und kein Konzept, die machen etwas, was es in der Form irgendwie noch gar nicht vorher gab. Die bringen wirklich so die deutsche Twitch-Community mega zusammen. Ich finde das ziemlich cool, weil wirklich von super vielen unterschiedlichen Streamern mittlerweile wirklich lustige Clips da verarbeitet werden und dann auch noch gut geschnitten sind. Also da wirklich Props gehen raus an Hungriger Hugo und an kein Konzept. Jetzt gibt's ein neues Video von kein Konzept. Kicken wir einfach mal rein, ne? Let's go. Okay, ich sag's einfach. Ich hatte Sex, okay. Gerade fertig geworden, Dicker. Früh morgens, einfach so um 9 oder so. Hast du mir das nicht erzählt? Dicker, ruft. Immer wenn Hai auch nur ansatzweise in irgendeiner Form so das Mindeste sich mit irgendwem angebahnt hat und mir das so beiläufig erzählt hat, ich immer direkt. Was, Bro? Warte. Du hast dich also mit jemandem getroffen? Na dann erzähl mal, Hai. Wie lief's so? Was habt ihr Schönes gemacht? Direkt bei dir zu Hause? Netflix, okay. Was habt ihr gegessen? Aha, Pizza. Sehr kreativ, Hai. Ja, ich weiß, dein Bauchgefühl hat gesagt Pizza. Ich verstehe. Mhm. Horrorfilm geguckt? Welchen denn? Ah, Conjuring, okay. Also zum 8. Mal hast du den jetzt gesehen, ja, verstehe. Wie? Du hast sie nach Hause geschickt? Warum das? Wie, sie war nicht die eine? Was für die eine? Sammel doch erstmal Erfahrung, du bist jung. Okay, nicht die eine. Okay. Ich respektiere das, Bro. Ich respektiere das. Dass du sie respektierst. Ist in Ordnung. Hast du dich sonst mit irgendwem getroffen? Erzähl. Die schon wieder. Die hat sich gemeldet bei dir. Ist das so? Einfach kein Pflaume an, Digga. Ich vollkommen überfordert einfach. Oh. Oh, ich hab die zerrissen. Nein. Ich hab hier eine Arm zerrissen. Er hat einen Babypappaufsteller? Warum habe ich keinen Babypappaufsteller? Nein! Was mache ich denn? Nein! Scheiße! Ladies and gentlemen, we got him. Genau aus dem Grund. Mich hatte, glaube ich, im letzten Stream wer gefragt, Matti, warum googelst du immer im privaten Fenster? Genau aus dem Grund, weil ich keinen Bock habe, dass irgendwie eine Location geleakt wird oder irgendwas, was ich vorher gegoogelt habe, was peinlich sein könnte. Einfach, weil ich da keinen Bock drauf habe. On Stream immer direkt, zack. Freunde, googeln wir das doch mal. Jedes Mal. Diese Punkband gibt es oder diese Punkband oh, gibt das es ist, nicht. Das kann ich. Feine Sahne Fischfilet. Gibt es nicht. Okay. 3, 2, 1. Okay. Sind alle vier aus einem Haushalt? Ich hoffe doch schwer, dass die alle getestet sind. Jeder Chat, immer, wenn du mit wem zusammen streamst. Jedes Mal. Der gönnt auch. Zack, Jalla. Hi, der Jalla. Generellen Winrate 78,7%, da sehe ich. Ja, sind 78,7. Mich. Das heißt Rucola, Rucola und nicht Rucola. Ich spreche das aus, wie ich das will. Hallo? Ganz ehrlich, wer ernsthaft eine Liste führt, wie, wann, wie, mit so einem Bewertungssystem von 1 bis 10, ist ein absoluter Hundesohn. Und demjenigen wünsche ich nur, dass dem sein Wasser vom Tisch fällt. Sag ich dir ganz ehrlich, wie es ist. Würde es mir eigene was? Boah, jetzt bin ich gespannt, was das Wort ist. Freunde, eure Theorien in den Chat. Was glaubt ihr, was für ein Wort ist hier gesucht? Was für ein Wort hat sie so zum Stolpern gebracht? Eigeninitiative, ja, Dave? Das ist eine gute Idee. Eigeninitiative fühle ich. Das klingt so, als könnte es Eigeninitiative sein. Ja, ich glaube, Dave, wir haben hier einen Gewinner. Aber finden wir raus. Würde es mir gerne Eigeninitiative. Ah ja, 100 Punkte an Dave. Schon verstanden. Ich weiß nicht, was das heißt. Aber sympathisch, wer auch immer sie ist. Schönes Mikrofon. Einfach ein bisschen confident rein, so wie Basti sagen würde, weißt du, bei Bad Wars. Ein Frauendate ist wie Bad Wars. So. Täglich gehen, so nur, dass du im besten Fall musst du am Ende nicht ihr Bett abbauen. So, das wäre cool. Also wenn wieso? Im besten Fall musst du es schon, oder? Wenn du dann am Ende des Dates ihr Bett abbaust, dann ist irgendwas falsch gelaufen, Bro. Dem alles richtig gelaufen. Paar solltest du vielleicht weglassen.
Das ist ein übertriebener Hit, Junge. Holy shit, Alter. Ja, die Playlist habe ich actually... Keine Ahnung, warum die da ist, Chad. Keine Ahnung, warum. Schreib mich nie wieder drauf an, alright? Danke. Was ist das denn? Schickt er mir. Jumpscare? Jumpscare, definitiv. Ja, definitiv. Vertrau dir auch noch. Du bist ein Stück Scheiße, Alter. So ein beizubringen, dass ich eine Kryptowährung... Oh mein Gott, Digga, Wreckage! Den Öl. Aber ich glaube, das kennt echt jeder. Eins in den Chat, wer das schon mal hatte in der Videokonferenz, dass du gerade zum ersten Mal seit 10 Minuten willst du was sagen. Deine Stimmenbänder haben sich komplett entspannt und du willst gerade was sagen. Du drückst auf Leertaste, um dich zu entmuten und dabei kommt raus... Kurze Umfrage. 5 in den Chat, wer das fühlt, egal ob online oder nicht, dass wenn der Lehrer nach und nach alle abruft, um die Anwesenheit zu kontrollieren, hier vor allem Vertretungslehrer. Ihr wisst gar nicht, worum es geht, ihr schreibt eine 5. Ihr seid so lost. Wirklich alle, die jetzt eine 5 geschrieben haben, permaban. Ihr wisst überhaupt nicht, worauf ich hinaus will. Also, 8 in den Chat, wer das fühlt, wenn der Lehrer, zum Beispiel der Vertretungslehrer, die Anwesenheit kontrolliert hat und dann so die Namen nach und nach vorgelesen hat. Wonderwork, du weißt überhaupt nicht, worum es geht. Du kriegst jetzt einen Permaban. Und du auch, Nashornkrieger. Und du auch, Kehlauch. Ihr habt keinen Plan, worauf ich hinaus will. Nochmal. 20 in den Chat, wer das kennt, der Vertretungslehrer will die Anwesenheit kontrollieren und dann haut der so nach und nach die ganzen Namen raus und ihr wisst... Okay, also ihr wird jetzt alles getimeoutet, fühl ich. Und ihr wisst, ihr seid gleich dran und ihr werdet ultra nervös. Ihr wisst, okay, nur noch 5 Leute und dann bin ich dran. Und in euren Gedanken so, okay, wie sag ich das jetzt? Wie sag ich das ja? Sag ich... Hier oder sag ich, nee, hier ist ein bisschen langweilig, alle anderen sagen hier, ich will was anderes machen. Aber wie wär's mit anwesend? Nee, das ist zu förmlich. Wie wär's mit, yo, ah, aber da ist dann natürlich Gefahr, dass das, ah, ich weiß auch nicht. So, 20 in den Chat, wer das fühlt, wer dann so einen inneren Dialog hat, dann passiert Folgendes, dann seid ihr endlich dran. Ah ja, da sind sie. Und dann seid ihr endlich dran und in eurem Kopf, wirklich in eurem Kopf ist es so, das ist so Expectation, ja. Matthias Berger. Ja. Mich die Mädels in der ersten Reihe alle und die Jungs hinten mit dem Pausenbrot so und alle einfach weg und ihr seid in dem Modus. So, das passiert so in Gedanken, ja? Realität. Beckmann. Ja. Matthias Berger. Ja. Immer so. Jedes einzelne Mal. Und habt ihr immer den Voice Crack der Vergeltung. 8.473.212 in den Chat, wer das fühlt. Oh mein Gott, Digga, Wreckage! Den Öl. Als ob so viele von euch sich diese Zahl wirklich richtig gemerkt haben. perfekt. Willkommen zu X-Factor, das Unglaubliche. Ein neues Format. Das Unfassbare, bitte. Auf diesem Kanal. Kurze Erklärung. Stell dir vor, du spendest dein Monatsgehalt an Monte und das ist die Reaktion. Danke dir, Diggi. Kega, danke dir für 25 gegiftete Subs, danke dir. 25 Subs, das sind 125 Euro, also wenn das dein Monatsgehalt ist. Weiche von mir, Geringverdiener. Are you winning, son? You feels okay. Connection. Ja, perfekt, ich verdeck's mit meiner Facecam. Ja, optimal. Ja, aber beide haben gleichzeitig getrunken. Kein Bock, das jetzt zu kurieren. Popel doch nicht. Ja, Lina, es geht nicht anders. Ich muss popeln, Digga. Ich hab so viel Popel im Mund. Ah, Chili. Im Gesicht. In der Nase, Bruder. Hallo? Also ich habe jetzt wirklich nicht reagiert und dass ich hier nicht reagiert habe, zeigt aber auch einfach, was für ein übertrieben vorsichtiger Streamer ich bin. Ich google im Inkognito-Modus und ich habe Discord wirklich immer auf stumm geschaltet. Wenn Discord an ist, weiß gar nicht, ich habe gerade nicht mal Discord an. Ich mache das immer aus, sobald ich fertig bin mit den Memes. Einfach, weil ich ultra vorsichtig bin und keinen Bock darauf habe, dass mir genau sowas passiert. Das war im Video der Troll damit. Also, hallo? Hallo? Das war im Video. Nein! Also,
Hallo? Die labert, das ist ja, also das. Ja? Ach, es ist einfach nur noch. Ja? Also. Hallo? Die labert, das ist ja, also das ist Hallo? Ja. Big Hallo? Lab. Hä? Ja, ich höre dich. Achso, das war in-game. Ach, das war im Video. Ach, das war im Video? Ich war jetzt. Bist du gerade rausgegangen? Was? Bist du noch da? Ja! Das Video hat getrollt. Nee, ja gut, das ist natürlich ultimativ lustig, wenn du das Video sowieso Watch Together zusammen guckst und im Discord-Call gerade drin bist und wenn du dann den Sound hörst, okay, das ist was anderes. Ich streame ja meistens alleine, ne? Ich habe ja selten andere Leute per Discord dabei, während ich streame. Okay, gut, das kommt natürlich auch nochmal dazu, ne? Bei ihm im Video ist jemand reingegangen, glaube ich. Ach so. Oder? Wieder mal kein Konzept. Videos, die keiner checkt, check die Klicks. Ich mach Memes für die Kids. Steck. Ja, war doch ganz lustig. Gibt's am Ende noch was? Yes, let's go. Ketchup mit Mayo gemischt? Hä, ist das denn nicht Senf? Ja, natürlich ist das Senf. Klar ist das Senf. Ja, war doch ganz lustig eigentlich, oder? Hat doch Spaß gemacht. Ich finde, das hat durchaus Spaß gemacht. Definitiv. Schaut auf jeden Fall bei kein Konzept vorbei, Freunde. Schaut euch das Original ohne meine Reaktion. Das ist immer lustiger. Reaktion macht es immer nur unlustiger. Ich weiß nicht, warum ihr meine Reaktion darauf jetzt gesehen habt. Guckt einfach lieber so. Aber schreibt ihr denn jetzt random eine 1 in den Chat? Das ergibt ja jetzt gar keinen Sinn. Gesundheit!